20 Jahre ist das Concorde-Unglück am 25. Juli her. 113 Menschen starben damals bei dem Absturz bei Paris, darunter 13 Mönchengladbacher. Deshalb ein Ereignis, was mich persönlich auch sehr berührt hat und was einen auch nach 20 Jahren immer noch beschäftigt. Und wenn wir über Opferrechte nachdenken, sich auch lohnt, mit Christoph Wellens zu sprechen, der damals schon viele Opfer vertreten hat und sich auch heute noch beim Thema Opferschutz engagiert. Der 25. Juli 2000 ist so ein Tag, wo wir, glaube ich, alle noch wissen, was wir an dem Tag gemacht haben, weil es so ein einschneidendes Erlebnis war. 13 Mönchengladbacher Todesopfer auch. Ich weiß, dass ich beim Einkaufen davon erfahren hatte, Mönchengladbach war die Stadt mit den meisten Todesopfern dieses Concorde-Unglücks. Und insofern kann ich mich noch recht genau daran erinnern. Ich war natürlich schockiert. Also so ein Unglück hätte man ja nicht für möglich gehalten. Die Luftfahrt ist ja eines der sichersten Transportmittel überhaupt. Und dass dann ein ganzes Flugzeug und dann auch noch dieses prominente Flugzeug verunglückt ist, das war zunächst mal außerhalb der Vorstellungswelt. Der 20. Jahrestag des Concorde-Unglücks ist für mich auch ein Moment, um einfach über die Opfer nochmal nachzudenken. Es ist ja oft so, wenn eben das Thema aus der Zeitung, aus den Schlagzeilen ist, dass man auch ein bisschen in Vergessenheit gerät und ist auch zu diesen Anlässen immer wieder ein Grund zu schauen, wie weit sind wir da. Ich glaube, wir haben ein bisschen was bei Opferrechten schon auf den Weg bringen können mit der neuen Opferschutzbeauftragten im Land, merken aber auch, wenn wir mit den Fachleuten wie Christoph Wellens sprechen, dass wir bei den Opferrechten noch besser werden müssen, denn es kann nicht sein, dass Opfer, die so viel Leid schon erlebt haben, dann noch um ihr Recht kämpfen müssen, sich als Bittsteller teilweise vorkommen. Es gibt zumindest den Verein Cresch, den Angehörige der Concorde-Opfer gegründet haben. Dieser Verein unterstützt durch Soforthilfe, auch Geldzahlungen, betroffene Familien. Es gibt immer noch diesen langen, steinigen Weg beim Verursacher, dann den Schaden geltend zu machen und zu prozessieren. Wir sind ganz oft bei Unglücken, dass wir an Täter, an Verursacher denken, dass wir uns Fragen stellen, wer ist schuld an einem Ereignis? Und dabei kommen die Opfer oft zu kurz. Dass wir eben schauen müssen, wie über die Jahre hinweg die Opfer begleiten, weil sie oft über die Jahre hinweg Probleme haben. Und da wollen wir als Politik auch noch stärker uns um die Opferrechte kümmern. Aus der Abwicklung des Concorde-Unglückes haben wir gelernt, wie wichtig es ist, schnell zu handeln, schnell zu einem Ergebnis zu kommen und vor allen Dingen auch einen Verhandlungspartner zu haben, der diese Lage begreift und der auch zu seiner Verantwortung steht.